vorne, ne? Gerade und zurück. Es kommt schon wieder Besuch zu Anne Walter nach Anatal bei Kassel. Gerade, 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 gerade. Ein bisschen darüber. Laura Vornehm nutzt einen der zwei Stellplätze, die Anne extra angelegt hat, um auch ihren Bekannten mit Wohnmobil die Möglichkeit zu bieten, ihre Idee vom Open-House-Konzept zu nutzen. Ja, passt. Okay. Obwohl sie in der Nähe wohnt, kommt Laura regelmäßig hierher, um ein paar Tage bei Anne zu verbringen. Es ist super frei und offen. Man fühlt sich hier immer willkommen. Und es ist einfach so ein richtiges Paradies. Also ich habe das Gefühl, ich kann einfach durchatmen, wenn ich hier bin. Und es ist einfach, es ist auch so ruhig und schön einfach, hier Zeit zu verbringen. Und man kann irgendwie so ganz man selbst sein. Wer keinen Camper hat, kann es sich auf dem extra ausgebauten Schlafboden bequem machen. Der steht als Gästezimmer allzeit bereit und wird auch regelmäßig genutzt. Es ist unterschiedlich. Manche sind nur eine Nacht da, manche sind irgendwie ein Wochenende. Ich hatte aber auch schon Leute, die wochenlang oder auch monatelang bei mir gewohnt haben, weil sie einfach irgendwie einen Unterschlupf gebraucht haben. Und für mich war es so, dass ich gesagt habe, ich habe hier die Möglichkeit gehabt, dieses wunderschöne Haus an diesem Flecken Erde bauen zu können. Und ich habe das nicht für mich alleine gemacht. Und ich würde es gerne teilen. Doch bis das Haus fertig war, war es ein langer, steiniger Weg für Anne Walter. Im Mai 2021 haben wir sie zum ersten Mal besucht. Damals war zwar die Bodenplatte schon gegossen, allerdings sollten eigentlich auch schon längst die Außenwände aus Lärchenholz montiert sein. Doch monatelang stand der Bau still. Es wird natürlich eklatant teurer. Also ich bin jetzt schon bei einem sechsstelligen Betrag, wo das Ding teurer wird. Das Problem: in Deutschland war Bauholz zum Luxus geworden. Die Preise waren explodiert, weil etliche Firmen Corona-bedingt nicht produzieren konnten. Als wir sie im Juni wieder treffen, ist sie dazu übergegangen, Bauholz zu bunkern. Für diese Latten ist sie hunderte Kilometer durch Deutschland gefahren und hat das Vielfache des normalen Preises gezahlt. Es hat mir wirklich schlaflose Nächte bereitet, dass ich mein Haus nicht fertig kriege. Dezember 2021, der eigentliche Plan sah vor, dass Anne Walter seit rund 3 Monaten hier wohnt. Davon ist sie aber noch weit entfernt. Die Probleme, die es am Anfang der Bauphase gab mit dem Holzmangel und so weiter, haben sich leider nicht in Luft aufgelöst, sondern sind zum Teil noch viel stärker geworden. Seit Mitte März 2022 wohnt sie jetzt in dem Haus. Die anfänglich kalkulierten Baukosten sind um rund 25% gestiegen. In diesem Jahr haben sie und ihr Hund Rudi zum ersten Mal das neue Open-House-Konzept ausprobiert. Es ging wirklich zu wie im Taubenschlag. Das Schöne ist auch, dass ich hier total viele Leute kennenlerne, die sich vielleicht sonst überhaupt nicht getroffen hätten. Also aus allen möglichen Ecken, entweder der Welt oder Deutschland oder auch alle möglichen Generationen treffen sich hier. Manchmal finde ich dann auch so schöne Nachrichten von irgendwelchen Gästen, die hier waren. Und da freue ich mich dann so drüber und das gibt mir dann wieder was zurück. Wer die Gastfreundschaft genießen will, kann aber nicht nur relaxen, sondern muss manchmal auch mit anpacken. So wie Laura, die Anne dabei hilft, eine Gartentür zu bauen. Also bisschen zurück. Grundsätzlich macht es natürlich viel mehr Spaß, wenn man Sachen irgendwie zusammen macht. Und oftmals ist es auch so, dass es Sachen gibt, die kann man tatsächlich gar nicht alleine machen, weil man 4 Hände braucht. Also das zum Beispiel jetzt hier ist, würde auch alleine gehen, aber wenn einer hält und einer schraubt, ist einfach einfacher. Ein offenes Haus für Freunde und Bekannte. Anne Walter will nach den bislang positiven Erfahrungen definitiv weitermachen mit ihrer besonderen Form des Teilens und der Gastfreundschaft.